So, ja, da bin ich wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Monster Hunter Cross. Jetzt habe ich mir überlegt, mal hier diese komische Eidechse zu erledigen. Ich hoffe mal, es ist auch so ein Bossmonster, nicht so die kleinen. Aber da unten die Zahl 1, wer heißt schon gut ist. Ich denke mal, das wird das Bossvieh sein. So. Essen noch schnell. Ich habe jetzt auch meine erste neue Rüstung und meine erste komplette, die ich mir komplett erfarmt habe und so weiter und so fort. Vom Makao oder wie das hier da heißt. Ich habe das eigentlich Schwanzraptor getauft, beziehungsweise Schweifraptor. Je nachdem, wie reif man ist. Ups, skip und los geht's. Attacke! Ich habe alles dabei, hoffe ich mal. Farbbälle, Megatränke, Stickkörper halt schon. Was mir langsam ausgeht, sind die Steaks. Oh nein, das ist in der Wüste. Oh nein. Zum Glück sind hier zwei Stück drin. Das müsste eigentlich reichen. Okay. Vielleicht ist es ja auch hier an diesem weniger warmen Gebiet. Erstmal hier von zwei. Ich glaube, es ist hier in weniger warmen Gebieten. Hier mal hier den Umweg über die drei. Wir sind ja schon hier. Ich hoffe, du bist ja nicht dabei, oder? Sehen alle klein aus. Hier vielleicht. Nee, hier sieht auch alle klein aus. Und es ertönt auch keine Kampfmusik. Dann ist er nicht dabei. Hier ist er auch nicht. Ich muss sofort ein Video bekommen, auch glaube ich. Upsala. Da kann ich direkt schon mal den Kältetrank auspacken. Ich denke mal, wird eine 7 sein. Dann ist er ja 2. Auch nicht. Was soll denn das? Dann kann er ja nur in der 10 sein. Guck bei 10 oder so. Ich jetzt erst. Ah, der kann ja jetzt fast nur aus sein. Ich hoffe, eine ganz kleine, da wird er nicht sein. Holla, die Waldfee. Ja, ja, ich werde wahrscheinlich gar keinen Hitzetrank benötigen. Ja, da ist er. Der Vampirraptor. Hm, dann. Da oben. Der Ofen. Was ist das denn für ein Move? Ja,
Oh, paralysiert. Autsch, autsch, autsch. Und hier weg von einem kleinen, Gott sei Dank. Das war irgendwie ein Buff. Hätte ein Ausweichmove zu sein. Wieder Paarei. Weg mich jemand! Nicht der große, aua! Ich muss dich jetzt bekämpfen, weil er gerade erschöpft ist. Der haut auch schon ab. Oder auch nicht? Doch, er haut ab. So weit wie möglich weg, ey, einfach nur. Die sind denn schwach, ich bin so gut. Hä? Ach, Subquest, die haben ja die kleinen gerade nicht. So, geschafft, ey. Ja, mir haben die Cutscenes auch besser gefallen. In Four Ultimate, weil der Spieler involviert war. Keine Ahnung, wie sie das hier wieder so komisch gemacht haben. Wohl machen. Jetzt leider kein Upswing mehr. Also kein Goldschlag. Das ist merkwürdig. Ich finde den Four Ultimate auch ziemlich genial. Sah richtig stylisch aus. Und der Jäger mit seiner, also dein richtiger Jäger, den du auch rumläufst, also mit der Rüstung und allem. Einfach genial. Schade, dass das wieder weggelassen haben. Ein Super Taunt, okay. So, weiß immer noch nicht so genau, was meine neue Rüstung macht.
Ich finde es ja mal irgendwann heraus. Irgendwas mit schneller Vogel oder so habe ich gelesen. Und noch irgendwas, ich glaube. Ausdauer, Erholung oder irgendwas sowas? Keine Ahnung. Naja, egal. Dann beende ich die Folge hier für diesen Augenblick. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bye bye.